Ja, und da sind wir doch schon gleich wieder im nächsten Video. Und ich habe mal den Screen so gelassen, wie er vorher war. Denn wir stecken ja jetzt so ein bisschen fest in unserem Xcode-Projekt mit dem laufenden Simulator, nicht wahr? Also, hier ist unser Simulator. Da läuft unsere fantastische Taschenlampen-App drauf. Und im Hintergrund haben wir Xcode. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich euch das am einfachsten erklären soll. Zunächst mal kurz der Simulator. Ja, das ist ein vollwertiger iPhone-Simulator. Das heißt, hier unten hat es einen Home-Button und wenn ich den mal klicke, ja, dann sind wir tatsächlich auch hier auf dem Simulator. Okay, Dummy, ich habe da ja schon mal ein bisschen was gemacht, aber auch unsere Taschenlampen-App ist tatsächlich da. Wir können hier swipen, wir haben hier die Settings, da kann man reingehen, ein paar Einstellungen vornehmen, wir können wieder den Home-Button klicken, wir können auch wieder zurück swipen, ich kann auch wieder zurück in unsere Taschenlampen-App gehen. Das ist also schon alles hier möglich und noch viel mehr. Den Simulator werden wir Stück für Stück kennenlernen. Aber wichtig ist mir jetzt die Verbindung zwischen Xcode und dem Simulator. Erinnert ihr euch noch? Wir haben diese App gebaut und dann haben wir den Play-Button gedrückt, nachdem wir uns den Simulator angeklickt hatten. Und genau das sehen wir nämlich jetzt hier. Und ich kann ja mal das Fenster ein bisschen kleiner machen und hier den Simulator daneben legen, ja, dann habt ihr ja auch beides im Bild und ihr seht jetzt in dem Moment, wo also auf einem Simulator unsere App läuft, haben wir auch einen funktionierenden Stopp-Button. Ja, so, bringe ich es doch einfach auf den Punkt und da kann man den auch mal anklicken und dann ist tatsächlich unsere App beendet. Ja, ich zeige das nochmal, wir machen jetzt Start und dann seht ihr auch im Hintergrund der Simulator, das wird gefüttert, zack, kommt die App nach vorne und der Simulator eben auch und hier kann ich das Ganze stoppen. So, und dann wollen wir uns doch hier an der Stelle, nachdem wir jetzt mal die App vom Simulator getrennt haben, über den Stopp-Button, wollen wir uns doch jetzt hier mal mit Xcode beschäftigen. Ja, und ich weiß, ich wollte kurze kleine Videos, aber es gibt halt furchtbar viel zu erzählen und vermutlich werden das auch hier 2 oder 3 Videos nur zum Thema Xcode. Ja, jetzt müssen wir nämlich so ein bisschen mal ausholen und über unser Projekt reden. Ja, wir haben ja gesagt, wir haben so eine Taschenlampen-App machen wollen. Und dann sehen wir hier schon im linken Bereich von Xcode verschiedenste Navigatoren. Wir sind jetzt gerade im Project Navigator. Dann gäbe es auch noch einen Source Control Navigator. Ja, wenn wir eben hier verschiedene Dinge aus einem gescherten Repository hätten. Um Gottes Willen, ihr braucht euch nicht aufzuregen. Das werden wir auch jetzt hier gar nicht weiter betrachten. Das ist dann eher, wenn man im Team arbeitet. Dann haben wir hier unseren, wie heißt er ganz konkret, den Symbol Navigator. Auch interessant. Da gibt's also Symbole in unserer App. Did receive memory warning. Wow, init, view did load. Ach Leute, da kommen noch so schöne Sachen auf uns drauf zu. Ich freue mich schon. So, dann der Find Navigator. Ja, wenn wir mal was suchen in unserem Projekt. Oder ein Issue Navigator. Es könnte ja sein, dass wir mal einen Fehler oder ein Problem haben. Oder ein Test Navigator. Ja, denn Unit-Tests und UI-Tests sind wichtig. Wir können unsere Software testen lassen und sehen dann hier Ergebnisse. Unser Debug Navigator und dann haben wir unseren Breakpoint Navigator und wir haben den Project Report Navigator, was denn heute alles schon so mit Xcode und der Taschenlampe hier passiert ist. Ja, unglaublich, ne? Mit Angabe von Uhrzeit. Also, wenn der Chef kommt, der klickt dann immer hier und der sieht, ob ihr fleißig gewesen seid heute mit eurem Xcode. Naja, Scherz beiseite. Also, verschiedenste Navigatoren. Für uns jetzt wichtig hier zunächst einmal der Project Navigator auf der linken Seite.
Ja, ich gehe noch nicht auf das Projekt ein. Das machen wir dann tatsächlich im nächsten Video. Ich will hier erstmal zur rechten Seite kommen, denn an der rechten Seite haben wir immer so Detail-Naviga, also so Tools eigentlich, Werkzeuge, die immer zu dem passen, was ich hier im Main-Bereich, also in dem großen Bereich in der Mitte von Xcode so tummelt. Ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich klicke tatsächlich mal wahnsinnigerweise ein Quelltext hier an, den ViewController.swift, und dann seht ihr schon, aha, hier drüben sieht man jetzt Details zu der Datei. Man könnte sich vielleicht auch eine Hilfe mal aufrufen, wenn dann der Cursor hier auf View did load geklickt wird, dann sieht man hier tatsächlich eine kleine Hilfe. Was ist denn das? Was passiert da? Also das werden wir natürlich jetzt alles nicht im Detail besprechen. Ne? Wir haben ja noch Zeit. Das ist ja der Einsteigerkurs. Aber wenn ich hier beispielsweise mal auf ein Storyboard klicke, ja, ich greife schon ein bisschen vor, aber irgendwann müssen wir ja mal einsteigen, dann seht ihr eben auch hier wieder Werkzeuge, die jetzt völlig andere sind. Es gibt zwar noch Werkzeuge zur Datei, aber es gibt auch hier einen Identity-Inspektor, es gibt einen Attribute-Inspektor, es gibt einen Size-Inspektor und einen Connection-Inspektor. Um Gottes Willen, ja, es ist eben ein Haufen Zeug, was Xcode zu bieten hat, aber nochmal hier jetzt erst, um diesen Bogen kurz abzuschließen, auf der rechten Seite Inspektoren und Tools, die immer zu dem passen, was in der Mitte steht. Man sagt, die sind dann kontextsensitiv, und auf der linken Seite eben unsere Projektnavigatoren. So. Das soll jetzt schon mal so der erste etwas tiefere Blick in Xcode sein, und ich halte mich dran, ich mache kurze Videos und bereite mich schon mental auf das nächste vor.